Ja, funktioniert. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Strick-Podcast Webster's Stash. Heute ist schon die Folge 17. 17 ist meine Glückszahl. Ja, von daher kann das heute nur gut werden. Wie ihr seht, es ist heute eine Sendung nicht aus Deutschland, denn es ist schöner blauer Himmel, es ist warm. Man sieht, ich habe nicht sehr viel an. Und in Deutschland ist es, glaube ich, im Moment ein bisschen kühler. Ich schicke euch ein bisschen wärmer rüber. So, genau. Hier ist ziemlicher Wind, aber es ist warm. Und ja, ihr seht mich hier aus dem Urlaub. Aber ich habe gedacht, heute mache ich mal einen Podcast. Ist mal wieder Zeit. Das ist hier eine Dauerwerbesendung, weil ich Sachen in die Kamera halte, die euch zum Kaufen verleiten könnten. Und alles, was ich zeige, habe ich aber selber gekauft. Ich habe nichts von irgendjemandem gesponsert bekommen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ja, funktioniert. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit aufnehme und quatsche und dann ist es für die Katz. Ja, wie ihr seht, da hinten ist leider nicht mein Rotkäppchen. Das habe ich nämlich nicht mitgenommen. Das wäre zu viel Gewicht. Ich muss ja auch irgendwas mitnehmen können. Wenn ich hier irgendwas kaufe oder so, möchte ich es ja auch gerne mitnehmen. Ich habe schon wieder viel zu viele Kleidungsstücke mitgenommen. Ich brauche eigentlich hier immer nur eine kurze Hose, hier so ein Dings da, ein bisschen Unterwäsche, aus die Maus. Also viel braucht man nicht. Ein Bikini noch und das war's. Aber jedes Mal weiß ich dann nicht, was ich brauche, wenn ich zu Hause bin. Wir sind schon öfter in Spanien gewesen, also es ist hier in Spanien. Und trotzdem weiß ich nie, was ich wirklich brauche. Genau. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich versuche jetzt ein bisschen lauter zu reden, weil es hier ein bisschen windig manchmal ist. Ja, ich habe hier im Urlaub bin ich dazu gekommen, mal diesen Jacquard Socken weiter zu stricken oder vielmehr, den habe ich vor dem Urlaub geribbelt oder im Urlaub, glaube ich, habe ich den geribbelt, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, ich habe den zu Hause noch geribbelt. Und habe den dann hier wieder neu angefangen und würde euch den jetzt mal zeigen. Ich hab mir das so in zwei Etappen hier hingelegt und habe dann immer so ein großes Stück Papier weiter hochgeschoben, sodass ich die zwei Shards, das ist ein Shard, der auf dem Vorderfuß weitergeführt wird und ein Shard, der auf der Rückseite ist vom Fuß. Eine Shard geht bis zur Ferse, bis zum zur Fersenwand, dann kommt die Fersenwand und das Muster ist dann damit vorbei und das andere Muster, was auf dem Vorderfuß läuft, läuft natürlich auf dem Vorderfuß bis vorne zur Spitze. Jetzt habe ich aber im Urlaub gemerkt, dass mir die Wolle, die ich fürs Bündchen benutzen möchte, die geht mir aus. Da habe ich auch nicht mehr so viel, dass ich wahrscheinlich das Bündchen, die Ferse und die Spitze für beide Socken machen kann. Deshalb habe ich hier im Urlaub in diesem norwegischen Wollgeschäft, das heißt Garnhimmelen. Und das ist ja, ich schreibe euch rein, wo das genau ist, aber wahrscheinlich ist das für die meisten uninteressant, weil sie halt gar nicht in den Laden könnten oder hier nicht in die Ecke kommen. Aber ich schreibe es gerne unten rein. Ist ein sehr schöner Laden von Norwegerinnen geführt, die schon seit 7 Jahren in Spanien leben. Hat sie mir erzählt, die Besitzerin oder diejenige, die jetzt, als ich das letzte Mal da war, im Laden war. Und die haben sehr viel Wolle von Katja, die haben Wolle von norwegische Wolle von, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie die Firma heißt. Viking Garn ist das. Viking Garn, Katja und, jetzt komme ich nicht auf das letzte. Ich glaube auch Sandnes war es. Ich weiß es nicht mehr genau, aber und ansonsten haben sie noch, was war das jetzt noch? Also hauptsächlich von den Firmen, ist ja auch jetzt egal. Jedenfalls habe ich dann dort nach einer Wolle geguckt, die vergleichbar mit meiner Wolle ist, so von der Farbe zumindest, die ich für das eine Bündchen jetzt hier schon genommen habe, weil für ein zweites Bündchen reicht das. Ich hatte nämlich eigentlich gedacht, die Wolle hier fürs Bündchen. Die würde reichen, weil ich die einfach nehme, aber ich hab dann gesehen, das gefällt mir einfach verstrickt nicht. Bei dem ersten Versuch hatte ich die einfach verstrickt, das gefiel mir nicht. Und dann habe ich das jetzt hier in Spanien zweifach verstrickt und habe aber nicht bedacht, dass natürlich dann die Menge nicht reicht. Und deshalb habe ich halt zu meinem Garn, was ich fürs Bündchen benutzt habe,
versucht, ein Garn zu finden in diesem norwegischen Wollladen, habe eins gefunden und werde das jetzt so machen, dass ich das Bündchen oben auch bei dem anderen Socken mit dem mache, was ich noch habe. Und die Ferse und die Spitze mache ich mit dem Garn, was ich jetzt da bei dem Wollladen gefunden habe. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt mal das, was ich bisher gemacht habe von dem Socken. Das war das Muster Jacquard-Zauber. Und das ist das Türchen 23 gewesen in dem Adventskalender Sockenbuch, was ich euch schon vor vielen Folgen gezeigt hatte. Wer die Folgen noch nicht gesehen hat, schaut mal nach. Das müsste im Januar gewesen sein, die Folge Alles Socken oder so ähnlich heißt das. Und da habe ich das Buch auch genau vorgestellt. Ich habe es nämlich jetzt auch nicht mitgenommen, weil das wäre mir zu viel Gewicht gewesen. Und ist auch zu, das ist so ein dickes Buch, das muss er nicht unbedingt mitnehmen. Wenn ich ein paar Socken daraus stricke, habe ich mir dann halt den Teil daraus mitgenommen, den ich brauche. Genau. Und ja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt mal, welche Wolle ich da nehme. Ich glaube, die meisten wissen es auch. Moment, wo habe ich sie? Ja. Wenn man auf der Suche ist, dann seht ihr auch, dass das nicht reicht für das, was ich noch machen müsste. Und dass ich dann deshalb... Huch, da ist die Wolle, genau. Dass ich deshalb nochmal Garn nachholen musste. Und zwar habe ich mir fürs Bündchen hier diese... schon ziemlich lange gelagerte Treviso-Wolle. Das war so eine Wolle, ich weiß nicht, ob das von Aldi oder Lidl war, so ein, wo vier Stück drin waren. Ich glaube, zwei einfarbige und zwei irgendwie, ich weiß nicht, ob das bunt war. Ich kann es gar nicht mehr richtig nachvollziehen, aber es waren vier Knäuel, zwei davon waren solche. Und ich habe schon mal Socken gestrickt hier aus diesem komplett, aber einfädig. Und jetzt habe ich nur noch das und das übrig und ich glaube, das reicht nicht, weil ich das ja doppelt jetzt verstricke für Ferse und Spitze auch noch. Deshalb nehme ich jetzt das Garn hier, was ich hier noch habe, für das, den nächsten Socken oben am Bündchen und ich zeige euch jetzt mal das Bündchen, was ich gestrickt habe. So, das ist das hier. Das habe ich eins rechts verschränkt, eins links gestrickt und ich zeige euch jetzt erstmal die Rückseite von dem. Ich habe es halt jetzt auch größer gemacht, zeige ich euch mal. Das ist wirklich sehr, sehr schön geworden, finde ich. Sieht total gleichmäßig aus. Ich habe mir auch noch mal dazu im Vorfeld was angeguckt, was die Farbdominanz angeht, weil ich mir nicht mehr sicher war, wie das ist. Klar, habe ich schon wieder vergessen. Ich vergesse das jedes Mal, wie das ist, welcher Faden muss wo sein, damit der im Vordergrund ist. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe die schwarze Farbe vordergründig sein lassen. Und das heißt, ich habe den Faden so hingelegt, dass die schwarze Farbe dominant ist. Ich erkläre es jetzt hier nicht. Wenn es einer wissen möchte, wie ich das genau gemacht habe, kann ich das auch gerne auf Anfrage erklären. Ich denke mal, die meisten von euch haben schon mal so Colorwork gestrickt und wissen, wie man den Faden über den Finger legt, damit halt die schwarze oder die helle Farbe besser rauskommen. Das ist, kommt auch darauf an, wie man den Faden, ob man den mit zwei Fingern hält, mit einem. Und ich mache das halt, ich mache das über einen Finger und dann ist es wieder anders mit der Farbdominanz mit Sicherheit, als wenn ich das mit zwei Fäden habe. Und deshalb kann ich das jetzt nicht so verallgemeinert erklären. Genau, also das ist die Rückseite. Das heißt die Rückseite, das ist die Seite, die am Vorderfuß weiterläuft. Dieses Muster wiederholt sich immer wieder. Und auf der Rückseite ist es ein anderes Muster, das zeige ich euch jetzt. Das ist das hier. Und das wiederholt sich nicht. Das ist jetzt noch zwei oder drei Reihen geht das noch. Dann kommt mit der Farbe, die ich dann ausgesucht habe, die Fersenwand und die Ferse wird gestrickt. Und auf dem Vorderfuß wird das Muster einfach immer weitergeführt, bis vorne zur Spitze. Macht total Spaß. Es ist natürlich aufwendig, aber wenn man zwei, dreimal so gestrickt hat und die Fadenführung wieder im Kopf, also ich brauche da immer ein bisschen, bis ich es wieder weiß, aber das, irgendwann geht das wieder total einfach und macht total Spaß. Ich habe es mir auch so gemacht, dass ich mir, das hatte ich schon mal erklärt, dass ich mir wirklich aufgeschrieben habe, 1, 2, 3 weiß, 1, 2, 3 Dings dunkel
und so weiter. Auf diesem ganzen Chart habe ich mir das überall eingetragen. Dadurch kann ich das relativ gut schnell auch stricken. Also mir gefällt es super gut. Das Muster ist total schön und ich habe es jetzt so gemacht, weil ja bei meinem ersten Versuch war das ja viel zu eng, habe ich jetzt einfach das Muster hier seitlich, wie ihr seht, verlängert um diese schwarz-weißen oder schwarz-grauen Reihen. Ich habe einfach nochmal 10 Maschen mehr gemacht, habe das angepasst an das Muster, sodass ich dann mit dem richtigen Muster, was halt angegeben ist, so das, was halt hier anfängt, gestartet habe und dazwischen habe ich die gesetzt. Ich weiß nicht, wie es am Ende aussieht, wenn das über den kompletten Fuß jetzt so weitergeht mit mit diesen schwarz-weißen Linien. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, dass es schön aussieht, wenn das seitlich weiterläuft, weil ja die Maschenanzahl mehr ist. Ich muss mal gucken. Ich zeige es euch auf jeden Fall. Ich finde, es ist super schön geworden. Jetzt zeige ich euch noch, was ich für diese Wolle für eine Ersatzwolle gefunden habe. Die ist nicht 100 Pro die gleiche Farbe, aber ich halte es mal hin. Fast. Die ist mehr noch orange, wie ihr seht. Die hier ist ein bisschen, ja, die ist ein bisschen oranger. Die ist ein bisschen mehr so ins Terra. Aber die ist halt von der Dicke so wie die, wenn ich sie doppelt nehmen würde. Und das ist eine Katja Merino Classic. Guckt mal. Die da ist das. Und ihr werdet dann noch in der Zukunft sehen, ob es geklappt hat und ob das gut aussieht oder nicht. Ich lasse mich selber mal überraschen. Ich habe leider keine richtige Sockenwolle gefunden in dem Laden, die Farbe hat. Und deshalb muss ich das halt damit machen. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm aussieht, weil ja viel Strecke dazwischen ist. Na, ich glaube, das passt schon ganz gut dazu. Und ich hoffe, dass man nicht so einen starken Unterschied sieht, weil halt viel anderes Gestricktes dazwischen ist. Ich möchte nämlich nicht gerne nochmal alles aufmachen. Das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Das war jetzt mir eine Lehre. Ich habe es ja schon einmal komplett aufmachen müssen. Das Grau übrigens, das ist hier diese Chèpies-Wolle. Die heißt Metropolis. Das ist eine reine Sockenwolle, 75 Merino, 25 Nylon. Die hatte ich auch schon öfter vorgestellt. Die heißt Munich, lustigerweise, Color 079. Ja, genau. Und diese Merino Classic, die ich gekauft habe, ist die Color 20. Katja Merino Classic. Die hat 52% Schurwolle und 48% Acryl. Also ist noch mehr Acryl drin als in der Sockenwolle. Aber vielleicht ist das ja für die Ferse gar nicht schlimm, wenn da viel Acryl drin ist. Keine Ahnung. Ich habe halt jetzt keine andere Lösung gefunden dafür. Ja, das ist schon mal eine Sache. Jetzt habe ich ja erzählt, ich war in diesem Wollladen wieder, in dem Garnhimmelen. Natürlich konnte ich nicht da rausgehen, ohne was zu kaufen. Ich werde es euch jetzt mal zeigen, was ich gekauft habe. Nicht viel. Ich habe mich wirklich extrem zurückgehalten. Also das eine war das hier. Und dann habe ich nochmal ein graues und ein weinrotes Garn zum Sockenstricken gekauft. Was man mit etwas dickeren Nadeln strickt. Ich nehme da Nadelstärke 3. Hier ist angegeben 3,5 bis 4. Aber ich stricke ja sehr locker, deshalb nehme ich Dreier. Und zwar habe ich das hier genommen. Das ist 60% Wolle, 20 Nylon, 20 Acryl. Und das hat die gleiche Zusammensetzung. Das hier, das Graue ist die Farbe 530 und das Weinrote ist die Farbe 555. Beides Produkte von Viking of Norway, also norwegisches Sockengarn, typisches Sockengarn, hatte ich schon ganz oft gezeigt. Aber da habe ich mir dann einfach nochmal die Menge geholt, dass ich ein Colorwork-Socken machen kann damit. Genau, und mehr habe ich da nicht gekauft. Ich war wirklich eisern. Und ich war da an meinem Geburtstag, bin ich da mit meinem Mann hingeradelt, oder vielmehr wir sind da hingeradelt. Und bergauf, bergab, und haben uns das richtig erarbeitet, oder vielmehr ich habe es mir richtig erarbeitet. Genau. Dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ich muss gerade mal überlegen, was ich euch noch zeige. Ja, ich habe hier noch mit in Urlaub genommen etwas, das kennt ihr schon.
aber habe noch nicht dran weiter gestrickt. Ich zeige euch mal nur, wie weit es immer noch nur ist. Und zwar ist das auch aus diesem Kalender eine Socke. Das war das mit diesem, diese hier. Die ist auch total schön, aber da bin ich noch nicht zugekommen. Da bin ich jetzt hier, muss noch die Spitze dran und die zweite Socke fehlt komplett. Ich habe halt andere Farben genommen, als da angegeben sind. Ne? Kann man ja mit die Punkte kann man ja machen, wie man will. Und ja, das liegt leider ein bisschen auf Halde, weil ich an anderen Sachen gearbeitet habe. Das eine ist, das zeige ich euch jetzt direkt. Das ist hier mein das einfachste Halbmondtuch der Welt gehäkelt von Sylvie Rasch, eine Anleitung auf YouTube, die kostenfrei ist. Das ist ein YouTube-Video von Sylvie Rasch, die kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Und das ist halt ein Halbmondtuch, ich weiß nicht, ob ich es gut zeigen kann, schaut mal. Also das ist so, es ist schon relativ groß, ich bin jetzt fast mit dem zweiten Knäuel fertig und hatte euch ja mal gezeigt, seht ihr es? Das ist eigentlich jetzt ganz, ich habe immer mal so Lochreihen rein gemacht. Die kann man, wie man will. Wenn man möchte, macht man sie. Wenn man sie nicht möchte, macht man sie nicht. Ich habe das schon gesehen, dass manche haben da sehr viele Lochreihen drin. Dann wirkt das natürlich schön luftig. Ich habe es jetzt so ein bisschen, ja, guckt mal nicht. Also hier ist eine größere Strecke, die ich nicht mit Löchern versehen habe. Ich denke mal jetzt so, mache ich noch mal ein, zwei Reihen. Ich habe nämlich jetzt wieder den Wechsel. Ich hatte ja die Knäuel bestellt, also eins nachbestellt und hatte zwei ältere Knäuel und dummerweise habe ich genau das von der gleichen Färbefirma als erstes genommen und habe dazwischen ein anderes und jetzt kam das, was ich nachbestellt habe, das kam und das hat die gleiche Färbung wie das erste Knäuel, sodass ich das jetzt wieder ineinander laufen lassen muss. Ich habe es jetzt so gemacht, das ist jetzt, hier ist jetzt wieder die erste Reihe mit dem neuen Garn. Und ich habe noch altes Garn und bei dem, also jetzt mache ich einmal hin und her mit dem neuen, dann mit dem alten, dann mit dem neuen. Und bis das alte aufgebraucht ist, gucke ich jetzt dann mal, sodass da nicht so ein starker Unterschied ist, weil man sieht schon ein bisschen einen Unterschied in der Färbung. Denn diese Färbung, die ich jetzt genommen habe, die ist so ein bisschen blasser irgendwie. Und ich glaube, das sieht blöd aus, wenn ich das so direkt komplett aufgehört mit dem einen und dann das andere. Ich glaube, das ist so besser. Also ich sehe es jetzt, ich finde es jetzt eigentlich sogar wirklich ganz harmonisch. Ja. Und ich glaube auch, dass es mir am Ende doch gefällt. Ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch, weil es so, so ein bisschen aussieht wie vom Militär, so Militärfarben. Aber ich glaube, ich habe das ja nicht so offen, dass man das so extrem sieht, sondern das ist ja meistens so ein bisschen geknautscht und grün mag ich ja und ich glaube am Ende wird das ein ganz schönes Tuch, was ich auch gerne trage, weil es, das ist nicht schwer, das hat so ein bisschen leichten, ganz leichten Glanz. Ich glaube, ihr seht es jetzt nicht so, weil ich sitze ja in der prallen Sonne und musste mir einen Sonnenschirm dahinstellen. Dadurch bin ich ein bisschen, glaube ich, immer hier im Schatten, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem die Farben einigermaßen. Ja, man kann leider den Glanz, ist so ein leichter Glanz da drauf. Das ist nämlich Lyocell, meine ich. Muss ich euch nochmal die Banderole rausholen. Das ist noch, ich sag's auch nochmal, von die kleine Wollfabrik gefärbt ist es von Wollspektrum, aber ich habe es über die kleine Wollfabrik gekauft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Färbefirma, die für die kleine Wollfabrik färbt. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich rede jetzt hier nicht totalen Quatsch. Jedenfalls ist das Merino und Tencel. Und das ist eine Superwash Sockenwolle. Die heißt Nabucco. 50 Wolle, 50 Lyocell. 350 Meter auf 113 Gramm. Und man kann die sogar in der Maschine waschen, steht hier drauf. Und ich hatte halt zwei Stück davon und habe dann gemerkt, das reicht mir nicht, dann ist das Tuch zu schmal, also wäre es so gewesen ungefähr und das wollte ich nicht, wollte es schon ein bisschen größer. Deshalb habe ich dann noch eins bestellt,
Ja, und jetzt habe ich von der alten in Anführungszeichen Farbe noch so viel. Ich nehme an, da kann ich noch mal einmal hin und her mit häkeln. Ist schon eine recht lange Strecke. Und ich glaube, man sieht es gar nicht so gut. Ne? Nee, man sieht es fast auch nicht, wenn man es direkt nebeneinander hält, hier im normalen Licht. Ja? Da sieht man kaum Unterschied. Aber das ist einfach ein bisschen blasser und das würde auffallen, wenn ich jetzt mit dem aufhören würde und das knallt direkt danach. Vielleicht sieht man es auch. Sieht man es doch in der Kamera besser, als ich denke. Ich bin jetzt so ein bisschen geblendet von der Sonne und sehe es dadurch nicht. Ja, also das einfachste Halbmondtuch der Welt, gehäkelt von Sylvie Rasch. Eine Anleitung auf YouTube, sehr zu empfehlen, ist absolut entspannend. Man muss nicht groß nachdenken. Das hat man nach einigen Reihen hat man das komplett raus, muss man sich gar nicht mehr irgendwelche Sorgen machen. Man muss am Ende und am Anfang immer was beachten. Und ansonsten auch diese Lochreihen sind wirklich einfach. Auch wirklich für Leute, die gerade angefangen haben zu häkeln, denke ich, ist das überhaupt kein Problem. Ja, dann habe ich weiter gestrickt. Ich rede heute hier wie ein Wasserfall, ne, habe ich das Gefühl. Dann habe ich ja gesagt, oh, mein Mann, der hat ja diesen Schal von mir irgendwann mal bekommen, den ich komplett aufmachen musste, weil da hatte ich ein Muster genommen, da war der Schal nur noch so schmal. Von der Breite gestrickt so breit. Und nach dem Stricken weil der sich so eingerollt hat, war wie so eine Wurst. Den konnte man nicht anziehen. Ich konnte das an meinem Mann nicht sehen. Ich fand das so schlimm, dass ich gedacht habe, habe ich gesagt, du, ich glaube, ich mach den nochmal auf. Dann habe ich den aufgezogen, habe dann hier lauter Knäuelchen gehabt und bin jetzt fleißig dabei, den wieder neu zu stricken. Ist ja hier vom Wetter oder von der Helligkeit ganz gut. Das ist nämlich ein schwarzer Schal, wie ihr hier dran schon gesehen habt. Schwarz. Oh wow, kann man super stricken. So, jetzt zeige ich euch mal. Bis hierhin hatte ich den zu Hause gestrickt. Also dieses Stück bis hier. Ich halte mal ein bisschen weiter weg. Also das Stück hatte ich zu Hause gestrickt und jetzt habe ich nochmal das gleiche Stück dran gestrickt. Praktisch ab da. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich glaube, es ist ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt. Oh je. Ja, also dieses Stück ist schon dran. Das ist patent. Ich glaube, das ist patent oder ist das Halbpatent? Also ich muss immer. Geht das noch? Ich sag's euch, Moment. Ich stricke das die ganze Zeit. Man strickt am Rand immer eine Masche rechts, damit sich's nicht eindreht. Und dann geht's eins links, eins links, eins rechts. Ah nee, genau. Ich muss nochmal neu anfangen. Also, man strickt eine Masche rechts und dann hebt man eine Masche links ab mit einem Umschlag davor. Strickt die nicht, ne? Abheben. Dann eins rechts, eine links abheben mit Umschlag und so. Und auf der Rückseite hat man dann ja diesen Umschlag und hat eine rechte Masche und dann strickt man eben die Randmasche rechts, eine Masche links, das ist die rechte Masche von der Vorseite. Und dann hat man ja diesen Umschlag mit der rechten Masche, das strickt man rechts zusammen. Dadurch ergibt sich dieses schöne fluffige, sehr, sehr ja, bauschige, schöne Muster. Ich glaube, ja, man sieht es, glaube ich, nicht gut. Ne? Das ist ganz schwierig. Ja, das Licht ist einfach jetzt doof, weil da der Sonnenschirm ist. Naja, egal. Jedenfalls ist es, ihr wisst, ob es Patent oder Halbpatent ist. Ich weiß es gar nicht. Das ist echt peinlich, aber egal. Jedenfalls habe ich schon, guckt mal. So ein Stück jetzt mehr als gestrickt, also dieses Stückchen mehr schon gestrickt als zu Hause. Und ich hoffe, dass ich den hier fertig bekomme. Dann muss ich zu Hause nicht nochmal im Dunkeln dann damit rummachen. Aber es ist langweilig. Ich muss sagen, finde ich echt langweilig zu stricken. Ja, dann, was haben wir denn noch? Habe ich noch was gestrickt? Glaube ich gar nichts mehr. Ne? Ach doch, ach nee. Das Wichtigste. Ich hatte am 17. Oktober Geburtstag, aber das ist jetzt nicht Phishing vor Glückwünsche oder sowas. Ich erkläre es nur. Ich habe dann zum Geburtstag habe ich geschenkt bekommen von meiner Schwiegermutter eine Busfahrt nach Alcalá del Júcar.
Und zwar mit einem Besuch einer Bodega, Weinprobe und Essen dazu und auch so eine Besichtigung dieses Weinguts und der Abfüllanlage und so weiter. Und danach waren wir noch in Alcalá del Júcar. Das ist so ein Höhlendorf oder Ort. Da waren wir auch noch, um das zu besichtigen. So, und das war eine ziemlich lange Fahrt dahin, fast 3 Stunden eine Strecke. Das heißt, auf der Hinfahrt morgens habe ich gestrickt und ich zeige euch jetzt woran. Und auch auf der Rückfahrt habe ich gestrickt, aber nicht so lang, weil der Busfahrer diese Lichtchen nicht angemacht hat, die man normalerweise so anmachen kann. Hat er irgendwie nicht, man konnte es nicht, oben kann man doch normalerweise auch beim Flugzeug so drücken, dann hat man bei sich Licht. Hatte man aber da nicht. Naja, da habe ich ein bisschen gestrickt auf der Rückfahrt, aber ich war auch K.O. und bin auch mal eingeratzt. Ja, und ich zeige euch jetzt, woran ich gestrickt habe. Ihr wisst es ja wahrscheinlich noch. Ich halte mal das hier so rein. Ich glaube, ihr kennt es, ne? Das ist der Ärmel. Der Ärmel, der Ärmel, der Ärmel. Alles Ärmel. Alles Ärmel oder was? Ja, genau, das ist Ärmel. Mein Ärmelschal. So, und ich zeige euch jetzt, hatte bis hierhin gestrickt zu Hause. Und auf der Fahrt habe ich dann dieses ganze Stück gestrickt. Guckt mal. Das ist der Sunset Meadow. Das ist eine kostenfreie Anleitung von Hobby. Findet man aber auch auf Ravelry. Ich habe jetzt vor kurzem mal eine Werbung bekommen von Hobby irgendwie. Das ist ja irgendwie so gemacht, dass man, wenn man Wolle anschaut, öfter mal, dass dann automatisch, wenn von Hobby irgendwas Neues ist oder so, dass man das dann halt. Ja, so der Computer irgendwie merkt das, dass man Wolle geguckt hat und dann kriegt man auch von Hobby und von ganz vielen anderen Firmen immer die Werbung für neue Wolle oder für neue Anleitungen. Und da kam unter anderem auch schon wieder dieser Sunset Meadow. Den hatte ich aber bei Hobby einfach mal gesucht. Ich habe mal gesucht nach Anleitungen für Ärmelschals und dann kam das. Und dann habe ich mir den halt rausgesucht, habe mir den in den Knit Companion reingeladen, die Anleitung. Habe dann gesehen, dass es ganz einfach ist, also auch anfängertauglich, total anfängertauglich. Jetzt muss ich, also das sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Zentimeter, habe ich ein Zentimetermaß hier? Ne, habe ich gar nicht dabei. Aber ich schätze mal, das ist ja nur so halb wie, ja, ich bin 1,70, das wird vielleicht 1,20 sein insgesamt jetzt. Und man muss aber dieses ganze Ding von hier vorne an bis zu dem Teil, dass man wieder hier ist und die andere Seite, den anderen Ärmel strickt, muss das 2,40 Meter oder 2,60 Meter sein. Das muss man ausprobieren, denn das geht ja so, dass man ich ziehe es mal an, es ist zwar sehr warm hier, aber ich ziehe es trotzdem euch zuliebe an. Guckt mal. Also, das ist der Ärmel, genau. Und dann ist das ja so, dass das Ding, dass man das halt hinten rum nimmt oder vorne rum, wie man eben möchte. Man kann es hier vorne rum nehmen oder man nimmt, ne, und dann strickt man nochmal diese Strecke hier hinten rum, dass man einmal rum ist auf jeden Fall. Also einmal vorne, einmal hinten. Dann ist das genügend, dass man sich das halt so drapieren kann, wie man will. Da muss man gucken, ob 2,40 Meter oder 2,60 Meter, das kommt halt drauf an, wie viel Oberweite, wie breit die Schultern oder wie man das gerne hätte, ob man es locker, wie die Wolle sich verhält, ist die sehr dehnbar. Und deshalb, das kann man ja immer ausprobieren. Und das sieht man ja dann auch. Und wenn man die Länge erreicht hat, die man haben möchte, dann strickt man halt auf der anderen Seite auch dieses Teil. So dass man dann rechts und links in den Arm reinschlüpfen kann und sich das andere, also man dreht, macht sich das rum und geht dann auf der anderen Seite auch in den Ärmel und hat dann halt sowas dabei, was man einfach mal schnell umschlingen kann. Und das Gute war, wir waren da ja in dem Bus und ich hatte mich echt zu kalt angezogen, weil es war hier die ganze Zeit immer super heiß. Und ich hatte da eine kurze Hose an und ein T-Shirt und hatte auch keine dicke Jacke, sondern nur so eine Sweatshirt-Jacke mit Kapuze dabei und nichts anderes. Ich glaube, es ist ziemlich düster. Naja, egal. Jedenfalls die Jacke, das war alles total kalt. Und dann habe ich im Bus, habe ich mir das so an. Ich hatte ja zum Glück schon ein Stück hier oben gestrickt, sodass ich mich nicht behindert habe. Konnte ich das so überziehen
und habe das hier vorgenommen und habe hier gestrickt und hatte hier den Arm warm mit dem. Das wurde ja jetzt auch immer mehr, ne? Da konnte ich es auch so noch mehr drüber legen. Das war total gut. Also ich habe dann gedacht, ach schade, dass der noch nicht fertig ist. Den hätte ich da jetzt super brauchen können. Ne? Also ich hatte auch dooferweise nur Sandalen an. Ich habe überhaupt nicht gedacht, wir sind da nach Norden gefahren von hier aus. Und ich wusste nicht, dass es da so kalt ist. Ich habe auch den Wetterbericht vorher nicht, oder wir haben den Wetterbericht nicht geguckt, ich jedenfalls überhaupt nicht. Und hatte dann eben nur diese kurze Hose und es war richtig kalt. Ja, da war das natürlich toll mit diesem schönen Schal. Also sehr zu empfehlen, ganz einfach. Und ich glaube, das wird, wenn das fertig ist und ich so angepasst habe, dass es auch wirklich nicht rumhängt, sondern richtig ist. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass ich das richtig abmesse, weil ich hatte eine Podcasterin gesehen, die hatte auch einen Ärmelschal gemacht. Das habe ich aber zufällig gesehen. Der ist anders gewesen mit so einem Lace-Muster irgendwie. Und die war total traurig, weil sie den irgendwie zu lang gemacht hat. Aber ich habe dann gedacht, gut, dann muss ich einfach noch mehr drauf achten, dass mir das nicht auch passiert, dass der zu lang ist und ich den deshalb nicht anziehe. Oder weil der irgendwie lapprig ist oder weil er zu eng ist oder so. Da muss ich wirklich genau gucken. Schaue ich mal. Also man kann das ja immer die ganze Zeit immer anprobieren. Aber die Wolle, die ich da genommen habe, die ist wirklich toll zusammen. Die zeige ich euch auch noch mal. Und zwar oh, ein bisschen fussels, muss ich sagen. Das ist nämlich einmal Alpaka von Drops. Das ist Alpaka Mix. Das ist das. Das kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Das ist 100% Alpaka Wolle. Die mit 3er Nadeln normalerweise verstrickt wird. Das sind 50 Gramm und sind 167 Meter pro Knäuel. Dann habe ich die verschwestert, verbrüdert oder vor weiß ich nicht was mit der Holzgarn Super Soft in der Farbe Almond, also Mandel. Das hier ist die Farbe 2020. Da steht nicht die, steht kein Name für die Farbe, aber die sind relativ ähnlich. Das hier ist ein bisschen heller noch als das. Ich weiß nicht, ob man das, Entschuldigung, bei diesem Licht sieht. Jedenfalls, das Holz ist 100% Wolle. 50 Gramm haben 287 Meter. Das wird auch mit 3 bis 3,5er Nadeln. Ich stricke das Ganze jetzt mit der Nadelstärke 4,5. Weil ihr wisst ja, ich stricke sehr locker. Andere nehmen wahrscheinlich 5 oder sogar 6. Wenn sie diese beiden Garne zusammennehmen, müsste man ja eigentlich mit 6er Nadeln sogar stricken. Aber selbst mit der 4,5er wird das bei mir schön, schönes Strickbild, wie ihr hier seht. Ne? Ich finde es ganz schön. Und die Wolle, die hatte ich bei mir zu Hause noch in meinem Stash. Webster Stash wird auch mal so langsam ein bisschen weniger. Ja, wie ich ja gesagt habe, ich habe extra mich total zurückgehalten. Ich hätte in dem Wollladen so gerne zugeschlagen, aber ich habe mich wirklich zurückgenommen, weil ich dachte, du hast zu Hause den ganzen Schrank voll mit Kisten. Nimm das daraus erstmal, weil ich habe dann auch gesehen, oh, die hatten so tolle Wolle, so Naturwolle, so ähnlich wie die Plötulopi und sowas, ne? Oder Letlopi. Oh, so toll. Und da habe ich gedacht, nein, du lässt die jetzt da. Ich habe ja in Island Wolle gekauft, weil man in Deutschland zu der Zeit diese isländische Wolle nicht bekommen hat. Und da habe ich gedacht, nein, denk dran, du hast zu Hause eine Kiste, die ist voll mit diesem isländischen Garn. Du wolltest da für dich einen Pulli machen, für deinen Mann noch einen Pulli stricken. Lass es sein. Dann habe ich es also echt gelassen, obwohl es mir dermaßen in den Fingern kribbelt, wenn ich so Wolle sehe. Ich höre das ja von den ganzen Podcastern, dass es allen genau gleich geht. Man kann das einfach dann nicht lassen. Ich sehe das da und ich weiß, ich habe eine vergleichbare Wolle zu Hause, aber ich hätte die am liebsten gekauft, ne? Ganz schlimm. Also wirklich 3 Pluspunkte, dass ich diesmal mal widerstanden habe und nur diese Wolle geholt habe. Also einmal die hier und dann um Socken zu stricken. Boah, Gott sei Dank, ich wirklich. Naja, aber im November bin ich auf so einer Kreativmesse wieder mit der Birgit, mit der Frau von meinem Schwiegervater. Und da habe ich mir auferlegt, dass ich Wolle kaufen darf. Denn so ganz umsonst gehe ich da nicht hin. Also das wäre schade. Also da darf ich, muss ich mal gucken, dass ich mir vorher vielleicht irgendein Projekt noch raussuche, was ich gerne machen möchte.
Und dann weiß ich auch dann schon im Vorfeld, was ich gerne für eine Wolle brauche oder was ich gerne hätte. Und dann beschränke ich mich auf die halt, ne? Na, ihr kennt das ja alle, ne? Ich weiß, in Deutschland ist ja jetzt ein bisschen kühler schon. Da ist das auch schon wieder mit dem ganzen Stricken und so ist das noch gemütlicher. Hier tatsächlich habe ich das hier im Bus ging gut, aber hier, wenn ich jetzt hier sitze, stricke ich diese Wolle gar nicht. Das ist zu warm. Da nehme ich tatsächlich lieber halt das hier, weil das so ein bisschen mehr flutschig ist. Und was ihr hier hinten seht, das da, das ist ja mein anderes Halbmondtuch gehäkelt von Sylvie Rasch. Das habe ich überhaupt gar nicht bisher gemacht, weil ich mit den anderen Sachen beschäftigt war und auch mit diesem Strumpf, wo man wirklich gucken muss und das Muster immer so weiter hochschieben muss. Das ist nicht so leicht, finde ich. Das geht nicht einfach von der Hand. Da braucht man echt ein bisschen Ruhe und die habe ich natürlich hier auch. Aber ich habe hier auch ein bisschen was gemacht. Ich hab Fliesen dran geklebt, ne? Das war auch lustig. So Fliesenkleber, wenn man den anrührt, ist der eine halbe Stunde ja, verarbeitbar. So steht es zumindest drauf. Hier ist es ja sehr warm. Ich nehme an, dass es eigentlich dann noch kürzer ist, weil das schneller abbindet irgendwie. Jedenfalls hier waren in dem Apartment waren zwei Fliesen an der so Sockelfliesen. Die haben sich so aufgebogen, also waren von der Wand so weggekommen und dann war eine Lücke dahinter. Und dann habe ich gedacht, ach, das mache ich. So. Ja, dann habe ich die einfach ab rausgeholt, die beiden Fliesen, und habe gesehen, oh, dahinter ist der Fliesenkleber, so richtig dick. Dann habe ich mit einem Meißel diesen Fliesenkleber da rausgehauen. So richtig fachmännisch, kam mir richtig gut vor. Und dann hat mein Mann hat einen Fliesenkleber gekauft, hier bei so einem Leroy Merlin. Das sind hier diese, so wie Obi oder sowas, Hagebau Obi, das heißt hier Leroy Merlin, gibt es glaube ich auch in Frankreich. Kannte ich bevor wir in Spanien waren, Urlaub gemacht haben, gar nicht, aber gibt es anscheinend in anderen Ländern auch. Ist so eine Kette. Jedenfalls hat er von da so einen Fliesenkleber mitgebracht und dann haben wir halt hier Wasser abgemessen. Ich habe mir das alles bereitgestellt, hatte die Fliesen da, hatte das abgeschlagen und habe dann halt, das war ein richtig tiefes Loch jetzt da hinter diesem Sockel, habe ich das halt damit das angerührt, das Zeug, habe mir alles vorher hingestellt und habe mir auch so eine Kelle hingetan und so weiter, dass das halt alles da ist. Und weil ich damit immer so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, mit diesem Zement und sowas, weil ich weiß, das muss schnell sein und ich bin kein schneller Mensch, ich bin ein langsamer Mensch in allem, ich mache alles langsam. Ich mache das ordentlich, aber langsam. So. Es kann einem dabei aber zum Verhängnis werden. Und ich hatte das eben dann angerührt, habe dann die erste kleine Fliese an die Wand gemacht, sah super aus. Will die zweite dran machen, passt die nicht, ne? Super. Und da habe ich mich so geärgert drüber. Dann habe ich diesen Kleber schnell in so ein Tupper-Ding reingetan, damit der nicht total austrocknet direkt und ich den noch ein bisschen verarbeiten kann. Und habe hier erstmal nach einer Feile gesucht, weil ich die Fliese kürzer feilen musste. Das ist ja gar nicht so einfach. Da ist ja eine Lasur drauf, ne? Oh, hab ich dann halt diese Fliese da ausgefeilt und gefeilt und gefeilt und dachte, Scheibenkleister, ich habe ja nicht lange Zeit. Das dauert ja ein bisschen, bis man. Die war halt so breit, diese Fliese. Ich kann ja mal ein Bild hinten dran hängen, wie es dann fertig aussieht. Aber dann seht ihr, was ich meine. Und die war blöd auch. Die war natürlich aus der Wand vorgekommen, weil Spannung drauf war. Was heißt das? Die waren zu eng. Hätte ich ja vorher drauf kommen können, ne? Aber es hat ja vorher gepasst, habe ich gedacht, so richtig blöd. Und da habe ich mich am meisten darüber geärgert, dass ich so blöd war, nicht zu dran zu denken, dass da ja Spannung drauf war und dass das ja deshalb ist, weil die zu eng aneinander sind. Blöd, oder? Ja, also vielleicht kennt ihr das auch, dass man so, ich wollte das so 100%, 300%ig machen und dann wegen sowas Doofen, ja, jedenfalls, hat es halt dann nicht so geklappt. Dann habe ich halt diese Fliese abgefeilt mit so einer etwas groberen Feile, dann mit einer feineren Feile. Es hat auch dann geklappt. Ich habe es immer wieder probiert, ob es reinpasst in die Lücke und habe es dann so gemacht, dass es gut passt und nicht wieder so eine Spannung drauf ist. Dann habe ich geguckt und in dem Tupper-Ding, ob ich das noch verarbeiten kann. Ich konnte es noch verarbeiten, obwohl es länger als eine halbe Stunde schon her war. Aber anscheinend hat das nicht abgebunden. Ich bin ja nicht Spezialist. Ich hoffe, dass das jetzt nicht von der Wand fällt, weil es doch schon abgebunden hat. Keine Ahnung. Ich habe es aber dann doch in die restliche Lücke überall reingemacht, habe die Fliese drauf gemacht, habe einen schönen
mit dem Finger oben so einen schönen Abschluss, unten einen schönen Abschluss gemacht mit dieser Fliesenmasse. Habe es dann alles mit dem Schwamm sauber gemacht, so wie man das halt machen muss. Habe ich auch schon durch was anderes gelernt, aber das füllt den, das sprengt hier den Rahmen, wenn ich das erzähle, weil muss ich ein andermal machen. Aber jedenfalls weiß ich, dass man das sofort mit einem Schwamm sauber machen muss. Habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich es trocknen lassen und habe es auch dann noch oben an der Kante, weil die Wand ist weiß, habe ich es dann weiß gestrichen jetzt im Nachhinein noch. Ist richtig schön geworden. Dann habe ich hier ein paar Blümchen eingepflanzt und ich habe auch, da in die Richtung ist so ein langes Beet, wo wir letztes Mal, als wir in Urlaub waren, so die Bewässerung verlegt haben, weil die neu gemacht werden musste. Und da habe ich halt alles, was alt war, rausgeschnitten. Da habe ich dann auch noch zwei Rosmarinpflanzen reingesetzt, weil die eine Ecke so ein bisschen kahl aussieht. Das habe ich gemacht. Dann habe ich noch hier ist so ein kleines Rondell hier. Da unten direkt, da guckt man von hier, wo man hier sitzt, guckt man da drauf. Da ist so eine Fächerpalme drin, die schon ganz alt ist. Und da macht meine Schwiegermutter auch immer mal so ein paar Blümchen rein. Da haben wir jetzt Blümchen reingesetzt. Die haben wir zusammen ausgesucht. Und da kann ich ja vielleicht auch mal ein Bild von dranhängen. Dann habt ihr ein bisschen schönes Beet und ein bisschen schöne Sonne. Ja, ansonsten waren wir hier schon mal am Strand spazieren. Es gibt hier in der Nähe einen ganz schönen langen Sandstrand, der so frei ist. Da ist nichts dran gebaut. Da ist ein einziges Hotel mitten in der Prärie. So ein großer Bau. Aber ansonsten ist das alles so, sind so Pinienhaine und Düne. Das ist total schön. Und da kann man, wenn man will, ich glaube fast 12 Kilometer ist der lang, der Strand, kann man lang spazieren. Da haben wir einen nicht so langen Spaziergang gemacht. Wir sind zu diesem Hochhaus gefahren mit dem Auto und sind dann von da aus zum nächsten Ort gelaufen, haben da bei einem chinesischen Restaurant gegessen und sind dann wieder zurückgelaufen. Und zwischendrin haben wir uns auch noch mal hingesetzt und waren auch mal im Wasser. Es war auch total schön. Das Wasser ist jetzt angenehm im Swimmingpool. Das Wasser ist kalt, muss man sich überwinden. Aber wenn man hier mal in der Sonne gesessen hat, dann ist das schön eigentlich. Genau, ja, also dann sind wir da spaziert. Dann hatten wir eben diesen Ausflug, diesen langen mit dieser Weinprobe. Das war super schön. Das war so, man ist da hingekommen zu diesem Weingut und dann wurde gefrühstückt. Und zum Frühstück hat man schon mal so im Weinglas so hoch voll Rotwein bekommen. Und ich vertrag ja gar nichts an Wein oder so, ne? Ich hatte ja schon direkt wieder die Lampe am Brennen beim Frühstück, ne? Und dann hatten die so ein großes, echt so lang, so ein Schinkenbrot. Ganz lecker. Ich hatte aber auch echt Hunger, weil wir so lange unterwegs waren und wir hatten vorher nicht gefrühstückt. Ich hatte ein paar Nüsschen mitgenommen, habe auch ein paar Nüsse gegessen unterwegs, aber hatte halt kein Frühstück. Und dann hat man halt einen Kaffee bekommen und diesen Rotwein schon direkt als Eröffnung, das Brot. Danach wurden wir dann rumgeführt. Das war auch ganz interessant. Durch dieses, erstmal hat er uns der Besitzer davon, das gezeigt, wie viel Fläche da ist und wie viel Weinstöcke und so, weiß ich aber schon wieder nicht mehr, aber es war sehr viel, aber nicht mega viel, weil das ein Bio-Weingut ist, die nur, also ohne Zusätze und so weiter, diesen Wein gären lassen und da kommt gar nichts rein, außer die Traube mit mit der Haut und die Haut, die sorgt dafür, der Wein die Farbe bekommt. Das haben wir gelernt. Und der Rotwein, wie lange der, nachdem der in so Metallfässern gereift ist, also der Weißwein und Roséwein, der wird in diesen in so großen Behältern aus Metall aufbewahrt, bis der einen gewissen Alkohol Gehalt hat durch diesen Gärprozess, diesen natürlichen. Was die auch machen, die pressen den Wein so, dass ich glaube, die Gerbstoffe aus dem Kern auch da reinkommen. Nagelt mich nicht drauf fest, das kann ich auch nicht so genau erklären. Auf jeden Fall der Rosé und der Weißwein, das sind ja die Weine, die man dann relativ frisch auch abfüllt. Das hat er uns dann gezeigt, die Abfüllanlage. Dann wusste ich auch überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht,
diese Weine mit diesen Kunststoffkorken, das wären die total billige Weine, weil die Kunststoffkorken günstig sind. Aber der hat uns halt erklärt, dass die Weißweine und Roséweine mit diesen Korken versehen werden, damit die nicht weiter durch einen Korken, der aus Kork ist und luftdurchlässig ist, dass die da nicht weiter irgendwie reifen oder Sauerstoff an den Wein kommt. Das ist also ein Gütebeweis sogar, wenn der Wein diesen Korken hat. Also bei Weißwein und Roséwein soll man auch gucken, dass das ein ganz frischer ist, möglichst frisch auch trinken und nicht einen 5 Jahre alten Weißwein. Das ist nicht so gut. Und bei dem Rotwein hat er dann eben auch erklärt, dass der aus diesen großen Gärbehältern dann erstmal noch gefüllt wird in Fässer aus Eiche, glaube ich, hat er gesagt. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, die hatten Eiche. Die werden da dann gelagert für ein halbes Jahr bis Jahr. Das kommt darauf an, was für ein Rotwein das werden soll. Und dann wird er danach noch in der Flasche bis zu 18 Monate reifen gelassen. Also ganz interessant war das. Eine ganz kurze Führung, nicht so, dass man dachte, oh Gott. Und es war auch ganz nett, das war jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, der das für uns übersetzt hat. Der hat das schön übersetzt, finde ich. So, dass es auch ein Laie versteht. Und der Besitzer von diesem Weingut hat das auch langsam auf Spanisch erklärt, sodass man auch vieles schon verstanden hat. Also ich verstehe sehr viel, kann aber nicht gut sprechen oder so gut wie gar keinen richtigen Satz bilden. Aber ich habe trotzdem relativ viel verstanden von dem, was der gesagt hat. Und der Übersetzer hat es dann halt nochmal wirklich in einfachen Worten auch wiedergegeben. Es war total gut, hat man alles sehr gut verstanden. Naja, und dann war eben nach dieser Führung war dann Weinprobe. Dann hat man halt eine Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise bekommen und hat auch dann eben Weißwein, Rosé und Rotwein bekommen. Der Rotwein, der hatte natürlich extrem viel Alkohol. Ich war so dermaßen betrunken nach dieser Weinprobe. Das kann ich euch gar nicht sagen. Wahnsinn. Aber ich hatte richtig die Lampe am Brennen. Dann natürlich gut. Danach ging es dann weiter. Noch in so einem Ort, wo so Höhlen zu besichtigen waren. Da wurde auch immer alles in die Höhlen noch, oder vielmehr in den Berg reingebaut. Da kann ich vielleicht auch ein paar Bilder noch hinten dran hängen, dass ihr das seht. Der Ort hieß Alcalá del Júcar. Und ja, das haben wir uns auch noch angeguckt. Es war auch noch ganz schön. Und danach ging es dann wieder zurück. Auch wieder mit dem Bus die Fahrt. Ja, der ganze Tag war ein langer Tag. Ich war echt total K.O. danach, muss ich echt sagen. Ich dachte eigentlich, ich wäre fit, aber das hat mich geschlaucht. Also die lange Autofahrt war halt extrem schlauchend. Und dann war man ja auch die ganze Zeit draußen, dann durch die Höhle und hin und her. Und dann der ganze Wein. Ja, ich habe natürlich auch Wein gekauft. Sechser-Pack, weil hat uns gut geschmeckt, der Wein, der Rosé und der Weißwein, den fanden wir beide, also mein Mann und ich fanden den lecker, meine Schwiegermutter fand den auch gut, aber die hatte, weil sie dann zurückfahren wollte mit dem Auto, hatte sie nur ein ganz kleines bisschen von dem Weißwein, glaube ich, probiert und sonst gar keinen getrunken. Ja, und den Rosé haben wir gestern schon hier den vertrunken, eine Flasche. Schmeckt ganz lecker. Naja, genau, hatte ich wieder die Lampe an. Ja, ja, wir sind jetzt noch ein bisschen, ein paar Tage sind wir noch da, da kann ich noch ein bisschen stricken. Aber ich habe gedacht, ich melde mich mal von hier. Ich hoffe, dass ich hinten ein paar Bildchen dranhängen kann. Aber was ich euch noch zeigen wollte, um mal beim Stricken zu bleiben und auch ein bisschen noch mal Werbung zu machen, ich zeige euch jetzt ein Buch, das mir meine Tochter geschenkt hat. Und zwar ist das ein Buch von Karin Erlandsson. Das ist eine Schwedin, die seit ihrer Kindheit strickt und die ein schönes Buch rausgebracht hat. Das ist übersetzt worden ins Deutsche, ist aus dem Blan-Vallée Verlag. Und das heißt Innehalten, Masche halten. Wie Stricken unsere Seele wärmt. Wie ihr seht, hier bin ich, da bin ich schon. Ne? Der Anfang ist hier. Ich habe fast das ganze Buch schon durch. Ja, das ist ein sehr schönes Buch, wo es um die Liebe zum Stricken geht. Ich kann gar nicht oder ich möchte auch nicht viel davon verraten, aber ich finde das ganz nett, weil es auch ein bisschen darüber informiert,
ja, dass es ein bisschen falsch rüberkommt, dieses, dass Stricken in Mode oder nicht in Mode ist. Das ist nämlich hier drin auch behandelt, dass Stricken eigentlich so unterschwellig immer da ist, aber ab und zu poppt mal irgendwie wieder was auf, wie jetzt im Moment auch. Im Moment ist es ja extrem in zu stricken, aber eigentlich ist es immer in. So, das ist so ein bisschen der Tenor in dem Buch, dass man das nicht vergisst, dass Stricken gar nicht immer nur so eine Modedingssache ist, sondern dass zum Beispiel jetzt sind ja wieder Island-Pullover, also so diese mit dem Colorwork, die Pullover sind in, ganz tolle Zopfmuster-Pullover sind in, merkt man auch, kriegt man jetzt auch gekauft, wieder gestrickte Sachen. Dann gibt es wieder Jahre, wo das überhaupt nicht so in ist, aber das Stricken im Hintergrund, die Stricktreffen, die finden trotzdem statt. Und das finde ich halt schön in dem Buch, dass das so ein bisschen auch mal das, ja, so zurechtrückt, dass es eben nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern dass das schon über viele, viele Jahrhunderte auch Frauen und Gruppen von Menschen, nicht nur Frauen, aber viel, oft sind es Frauen, zusammenhält und dass man, dass es nicht nur Hobby war, dass es na, ab den 70er Jahren ungefähr so war, dass man auch hobbymäßig gestrickt hat. Aber früher war es eben wirklich auch wichtig, dass man stricken konnte, weil man sich dann was dazu verdienen konnte oder seine Familie einkleiden konnte, Mann oder Frau. Also früher haben auch in England wohl gab es auch so Strickgilden, die von Männern dominiert waren. Da waren Frauen gar nicht zugelassen. Und all solche Sachen, also geschichtliches Wissen und auch einfach die Liebe der Frau, Autorin dieses Buches zum Stricken, das ist hier drin beschrieben. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich zeige es euch jetzt mal, weil es ist auch noch niedlich gemacht außenrum. Guckt mal, das hier ist das. Also Karin Erlandsson, innehalten, Masche halten, wie Stricken unsere Seele wärmt. Meine Seele wärmt es auf jeden Fall, das kann ich sagen. Und meine Seele hat es auch erwärmt, dass meine Tochter mir das geschenkt hat. Wir waren nämlich einkaufen in so einem, wie heißt denn das, Main-Taunus-Zentrum. Das ist in der Nähe von uns. Da war sie einkaufen und da habe ich gesagt, oh, bring mir doch was Schönes, ein schönes Buch zum Stricken mit. Ich bezahle es auch. Und dann hat sie geguckt und hat mir nicht ein Anleitungsbuch mitgebracht, sondern das. Und das habe ich dann gesagt, das nehme ich mit in Urlaub und dann kann ich es im Urlaub lesen. Und das mache ich. Also eine absolute Kaufempfehlung. Das ist im Blanvalet Verlag erschienen. Ich kann euch auch die ISBN sagen. Moment, die sage ich euch. Ich kann es aber auch reinschreiben, aber ich muss mal gucken, ob ich das hier finde. Also ISBN ist 978 3 7 6 4 5 08579. Genau. genau. Ist übersetzt worden vom Schwedischen ins Deutsche. Ich zeige es nochmal. Karin Erlandsson. Innehalten, Masche halten. Schönes Buch kann man vielleicht auch jemanden, der gerne strickt, zu Weihnachten schenken. Ist vielleicht ein schönes Geschenk. Das war der Werbeblock in meinem Dings. Werbung, Werbung, Werbung. Ihr kennt das ja schon, dass ich immer mal Werbung mache. Sollte ich was vergessen haben, was das angeht, sagt es mir ruhig, ne? Wenn ich vergessen habe, irgendwas zu einer Wolle zu sagen, wo, was ihr noch gerne wissen wollt. Dann kann ich noch was erzählen. Meine Tochter hatte mir ja Wolle geschenkt, die sie auf so einem Mittelalterfest gekauft hat für mich. Und da habe ich dann geguckt und dann hat sich jemand gemeldet, der mir helfen wollte. Eine liebe Strickerin hat gesagt, sie würde mir da bei behilflich sein, noch an ein bisschen mehr Wolle zu kommen. Und sie hat mich dann auf die Idee gebracht, dass ich doch vielleicht per WhatsApp mit der Shopbesitzerin mal in Kontakt gehe. Das habe ich gemacht und ja, die Shopbesitzerin hat mir jetzt zugesagt, dass sie 3 Stränge Wolle nochmal für mich zurückgelegt hat, sodass ich aus denen, die meine Tochter mir geschenkt hat und denen, die mir zurückgelegt werden, da kümmere ich mich dann nach dem Urlaub drum, dass ich irgendwie die bekomme. Und da habe ich mich auch total gefreut. Das heißt, glaube ich, Dornröschens
Wollreich. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ansonsten stelle ich das beim nächsten Podcast richtig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich bin richtig im Urlaub jetzt. Also irgendwie, ich hatte auch heute gedacht, heute ist Montag, es ist aber Sonntag. Komisch, oder? Also irgendwie bin ich am Abschalten so langsam, ne? Ja, jedenfalls, also da bekomme ich also drei Stränge nochmal. Das finde ich total schön. Vielen lieben Dank auch nochmal. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Beim nächsten Video kann ich zu Hause nachgucken, dann sage ich euch das alles nochmal. Ja, das ist das eine. Dann ganz toll, ich habe diejenige, die diesen Blabla-Trui, diesen Pullover mit der Blabla-Passe hier, wo Blabla-Blabla-Bla draufsteht, die habe ich kontaktiert. Und sie hat mir erlaubt, dass diejenigen, die das gerne haben möchten, das Muster, das findet man nämlich nicht mehr. Sie hat es rausgenommen bei Ravelry, weil es nicht testgestrickt ist und es auch nicht passend ist. Sie hat es einfach mal so ins Blaue gemacht, weil sie damals eine Fernsehsendung gesehen hat, wo eine Frau, irgendeine Reporterin, hatte diesen Blabla-Pullover an. Der war da dunkelgrundig und war rot-gelb. Blau, glaube ich, oder rot-gelb-grün, dieses Blabla reingestrickt. Und sie hat das einfach nachempfunden und hat das einfach so für sich selber gemacht, das praktisch und nicht teststricken lassen, hat es dann irgendwie wieder rausgenommen bei Ravelry, weil es ja eben nicht passte und auch, ja, also sie wollte einfach das nicht so verbreiten, so unausgegoren. Und deshalb konnten das alle, die danach geguckt haben, ich auch, nicht mehr finden. Aber ich hatte es mir damals runtergeladen und habe das im Knit Companion gehabt und habe dann diejenige angeschrieben. Und die hat mir dann nach einer gewissen Zeit geantwortet, die liebe, wie heißt die, Psykia Nitz, und hat mir dann erlaubt, dass diejenigen, die das gerne hätten, das Muster, dass ich denen die Version, die ich im Knit Companion habe, dass ich die weiterleiten kann. Also, Angebot, wer das möchte, das ist also, man kann sich nicht auf diese Strickanleitung verlassen. Das Blabla ist aber zum Beispiel eine tolle Sache. Wenn man ein bisschen stricken kann, kann man ja hinten verkürzte Reihen reinsetzen und das vielleicht für sein Rezept, was man immer nimmt zum Stricken, kann man das nutzen. Also diejenigen, die das gerne möchten, die können sich bei mir per E-Mail melden. Meine E-Mail-Adresse habe ich jetzt hier in mein, wie heißt denn das? Meine normale Beschreibung des Kanals, da steht meine E-Mail-Adresse jetzt drin, habe ich jetzt einfach mal reingesetzt, weil das öfter mal eine Frage war. Die ist da drin. Und derjenige, der es möchte, diejenige, derjenige, wer auch immer, kann sich gerne per E-Mail bei mir melden und dann kann ich die Anleitung weitergeben. Ich habe das Okay dazu bekommen. Aber man kann sich eben nicht auf die Angaben da drin 100% verlassen. Wenn man aber ein bisschen Ahnung hat und seine Maße kennt, weiß, wie man einen Pullover strickt, schon so grob, dann kann man dieses Blabla zum Beispiel sehr gut dafür nutzen, kann das ein bisschen an sich anpassen. Das können ja viele von euch, die diese Strickpodcasts hier schauen, können das ja schon. Und deshalb ist es vielleicht trotzdem ein schöner, ja, eine schöne Grundlage, um einen Pullover zu machen mit diesem Blabla. Ich finde es total witzig. Ich mache meinen wieder auf, habe ich ja schon gesagt. Den habe ich jetzt aber auch nicht hierhin mitgenommen. Ich hatte schon so viel mitgenommen, der halbe Koffer war mit meinen Stricksachen voll. Also das konnte ich nicht noch mitnehmen. Das werde ich zu Hause dann wieder ribbeln und werde es dann halt nochmal neu anschlagen und dann eben gucken, dass ich es so mache, dass es passt. Ich habe das ja jetzt schon gestrickt, so mit der Wolle, die ich da habe, und dann werde ich das eben anpassen. Genau, das wollte ich noch sagen. Also vielen Dank, liebe Psykianitz oder Psykianitz, dass ich das weitergeben darf. Ich habe auch gesagt, dass ich, wenn ich von irgendjemandem fertige Psykianitz Blabla Pullover zugeschickt bekomme als Foto oder so, das könnt ihr gerne machen, dass ihr mir das schickt. Ich würde es auch hier gerne zeigen, wenn ihr wollt, wenn ich das okay bekomme. Dann habe ich gesagt, würde ich ihr das auf jeden Fall auch weiterleiten, damit sie sieht, ihre schöne Anleitung, die vielleicht nicht testgestrickt ist, aber trotzdem schön ist, findet noch Anklang. Und ja, genau. Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich sag jetzt mal Tschüss, dann bleibt es nämlich unter einer Stunde.
Ich wünsche euch was, ich schicke euch ein bisschen Sonne, ein bisschen Wärme und hoffe, dass es allen gut geht. Sage nochmal Danke für eure lieben Kommentare unter dem letzten Video. Habe ich sehr viele bekommen, habe ich mich wieder gefreut, habe jedes beantwortet. Und auch diesmal würde ich mich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr einen Daumen hoch gebt oder wenn ihr auch gerne ein Abo dalasst. Würde ich mich sehr freuen. Macht es gut, bis bald in Deutschland. Dann oder wieder aus Deutschland. Tschüss, macht's gut.